haben wir noch den Paragraphen 242 StGB, den Diebstahl. Diebstahl ist die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache in der Absicht, sie sich selbst oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen. Der Versuch des Diebstahls ist strafbar. Das geschützte Rechtsgut ist hier der Eigentum, auch der Besitz natürlich möglich. Deliktsart ist ein Vergehen und vom Deliktscharakter her ist es ein Offizialdelikt. Die Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache. Eine Sache ist fremd, das ist klar, wenn sie mir nicht gehört oder wenn sie dem Täter nicht gehört. Eine bewegliche Sache ist eine transportable Sache, eine Sache, die man transportieren kann. Eine Sache ist, gibt 90 BGB, ein körperlicher Gegenstand. Die Wegnahme ist der Bruch des Gewahrsams und die Begründung des neuen Gewahrsams. Bis gerade eben war es noch seins und durch die Wegnahme ist es jetzt meins. Der Bruch und die Begründung des neuen Gewahrsams. Rechtswidrige Zueignungsabsicht bedeutet nichts anderes als, ich möchte es meinem Vermögen einverleiben, ich möchte mich daran bereichern oder einen Dritten. Auch beim Diebstahl gibt es verschiedene Qualifizierungen, verschiedene Erweiterungen. Und das erste, was wir ansprechen, ist der besonders schwere Diebstahl oder der besonders schwere Fall des Diebstahls. Beim besonders schweren Fall des Diebstahls, das sind Diebstähle, die bestimmte Sachen betreffen, bestimmte Orte betreffen, wo etwas gestohlen wird. Grundsätzlich ist der besonders schwere Fall des Diebstahls ein Vergehen und ein Offizialdelikt. Der Versuch ist natürlich strafbar. Und das geschützte Rechtsgut in diesem Falle auch wieder das Eigentum oder der Besitz. Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls liegt vor oder kann vorliegen, wenn der Täter zur Ausübung seiner Tat in ein Gebäude, in einen Raum, in einen Geschäftsraum, in einen umschlossenen Raum eindringt, einbricht, einsteigt mit einem falschen Schlüssel oder mit einem anderen nicht zu ordnungsgemäßen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich dort verborgen hält. Einen besonders schweren Fall des Diebstahls begeht jemand, der eine Sache stiehlt, die durch ein geschlossenes Behältnis oder durch eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist. Zum Beispiel ein Fahrrad mit einem Fahrradschloss. Einen besonders schweren Fall des Diebstahls begeht derjenige, der gewerbsmäßig stiehlt, also ein Profidieb, der seinen Lebensunterhalt mit den Diebstählen verdient. Einen besonders schweren Fall des Diebstahls begeht jemand, der aus einer Kirche oder ähnlichen Einrichtungen Dinge, Sachen stiehlt, die der religiösen Verehrung dienen. Einen besonders schweren Fall des Diebstahls begeht, wer aus einer öffentlichen Ausstellung oder einer Sammlung Sachen stiehlt, die für Kunst, Wissenschaft, Geschichte oder technische Entwicklung wichtig waren. Einen besonders schweren Fall des Diebstahls begeht, wer die Hilflosigkeit einer anderen Person, einen Unglücksfall oder eine gemeine Gefahr für seinen Diebstahl ausnutzt. Und einen besonders schweren Fall des Diebstahls begeht, wer eine erlaubnispflichtige Schusswaffe stiehlt oder eine Kriegswaffe oder Sprengstoff oder Kriegswaffenmunition oder ähnliche erlaubnispflichtige oder verbotene Waffen. Der Paragraph 244 StGB, der Diebstahl mit Waffen, der Bandendiebstahl und auch der Wohnungseinbruchsdiebstahl. Der Diebstahl mit Waffen bedeutet nichts anderes. Ich habe während meines Diebstahls, den ich durchführe, eine Waffe dabei oder ein anderes gefährliches Werkzeug oder ein anderes Mittel, was ich aber mitführe, um im Fall der Fälle den Widerstand einer
Person, die mich dabei erwischt hat, durch Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu überwinden oder zu verhindern. Bandendiebstahl begehe ich, wenn ich Diebstahl als Mitglied einer Bande begehe, wenn ich mit einer Bande zusammenarbeite, ich Mitglied dieser Bande bin, mindestens 3 Personen übrigens, und halt dort dann, wenn wir dort gemeinschaftlich einen Diebstahl durchführen. Und ein Wohnungseinbruchsdiebstahl nach 244 StGB begeht, wenn man zur Ausführung einer Tat in eine Wohnung oder in ein Haus einbricht, einsteigt, einen falschen Schlüssel nutzt, sich mit einem Werkzeug Zugang verschafft, was nicht zur ordnungsgemäßen Öffnung der Tür oder des Fensters bestimmt ist, oder wer sich in der Wohnung verborgen hält. Das bezieht sich tatsächlich auf Wohnungen, wo man lebt. Ne? Also auf reine Wohnungen, wo man überwiegend tatsächlich lebt. Oder Häuser halt, wo man überwiegend lebt. Der Wohnungseinbruchsdiebstahl ist auch im Gegensatz zu den anderen Punkten, Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, ein Verbrechen. Paragraph 246 StGB, die Unterschlagung. Unterschlagung ist ähnlich wie der Diebstahl. Und zwar, wenn man sich eine fremde bewegliche Sache rechtswidrig zueignet, sich selbst oder einem Dritten, begeht man eine Unterschlagung. Das, was hier fehlt, ist die Wegnahme, der Bruch des Gewahrsams und die Begründung des neuen Gewahrsams. Das fehlt hier. Ansonsten vom Wortlaut her gleich. Eine Unterschlagung kann ich aber auch begehen mit Sachen, die mir anvertraut wurden. Wenn mir jemand etwas geliehen hat, hier, das kannst du heute haben, gib mir das nachher wieder und ich behalte es. Es wurde mir anvertraut. Ich habe es nicht gestohlen, sondern es hat mir jemand gegeben und ich behalte es. Der Versuch der Unterschlagung ist strafbar. Auch hier geht es vom Rechtsgut her wieder um das Eigentum bzw. um den Besitz. Die Deliktsart ist ein Vergehen, Deliktscharakter Offizialdelikt. Versuch hatten wir schon gesagt, der Versuch ist strafbar. Handelt es sich um geringwertige Sachen bei einem Diebstahl oder einer Unterschlagung, dann greift der Paragraph 248 StGB Diebstahl, Unterschlagung geringwertiger Sachen. Vom Prinzip her wird ein Diebstahl begangen, wird eine Unterschlagung begangen, wenn die gestohlenen oder unterschlagenen Sachen nicht so wertvoll sind, dann ist es ein Antragsdelikt. Das geschützte Rechtsgut ist wieder ein Vergehen. Das geschützte Rechtsgut ist wieder Eigentum. Die Deliktsart ist ein Vergehen. Deliktscharakter Antragsdelikt und der Versuch ist aber auch wieder strafbar. Hier handelt es sich um Dinge, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, das wird unterschiedlich geregelt. Sachen im Wert von 25 bis ungefähr 50 Euro oder bis zwischen 0 und 50 Euro. Paragraph 249 StGB, der Raub. Raub ist ein Diebstahl, der durchgeführt wird, aber mittels Gewalt oder mittels Anwendung von Drohungen mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben. Ja? Ich drohe mit einer Gefahr für Leib und Leben. Oder ich wende Gewalt an, um eine fremde bewegliche Sache in rechtswidriger Zueignungsabsicht wegzunehmen. Ja. Von der Deliktsart her ist es ein Verbrechen, dementsprechend vom Charakter her ein Offizialdelikt und der Versuch ist natürlich strafbar. Beim Raub gibt es diesen Merksatz mit erst hauen und im Anschluss klauen. Erst hauen, dann klauen. Der räuberische Diebstahl ist genau umgekehrt.
bei Paragraph 252 StGB beim räuberischen Diebstahl. Da habe ich die Gewaltandrohung oder die Anwendung von Gewalt, um das Diebesgut, was ich schon habe, zu erhalten. Da spricht man von erst klauen und dann hauen. Erst klauen, dann hauen. Räuberischer Diebstahl, ich werde bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen und dann übe ich Gewalt aus oder ich wende Drohung an mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, um, und das ist wichtig, im Besitz des Diebesgutes zu bleiben. Auch der räuberische Diebstahl ist ein Verbrechen. Der räuberische Diebstahl dementsprechend ein Offizialdelikt vom Charakter her und der Versuch natürlich strafbar. Erpressung. Erpressung ist eine Sonderform der Nötigung. Bei der Erpressung habe ich das Ziel, mein Opfer am Vermögen zu schädigen, indem ich mich selbst oder einen Dritten unrechtmäßig daran bereichere. Vergehen von der Deliktsart her, vom Deliktscharakter her Offizialdelikt und der Versuch ist strafbar. Erpressung finden wir in Paragraphen 253 StGB. Paragraph 257 StGB, die Begünstigung. Der Täter, der Begünstigung begeht, hilft einem anderen, der eine rechtswidrige Tat begangen hat, die Vorteile seiner Tat zu sichern. Jemand begeht eine Straftat und ich helfe dem Täter, diese Vorteile seiner Straftat zu sichern. Von der Deliktsart her ein Vergehen, vom Deliktscharakter her ein Offizialdelikt. Paragraph 259 StGB, Hehlerei. Hehlerei begeht derjenige, der einem anderen Täter hilft, der ein Eigentumsdelikt begangen hat, indem er die Beute des Täters ankauft, sich auf andere Art und Weise verschafft, die Beute absetzt oder abzusetzen verhilft, verkauft oder beim Verkaufen hilft, um sich selbst oder einen Dritten daran zu bereichern. Das heißt schon mal, ein Dieb, der sein eigenes Diebesgut verkauft, der begeht keine Hehlerei, sondern nur derjenige, der einem anderen dabei hilft. Von der Deliktsart her, es ist ein Vergehen, vom Deliktscharakter her ein Offizialdelikt und der Versuch ist strafbar. Paragraph 263a StGB, der Computerbetrug, ist mittlerweile nicht mehr Bestandteil vom Rahmenplan für die Sachkundeprüfung. Ganz kurz, aber hier geht es darum, dass der Täter die Absicht hat, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Und das macht er, indem er den Vorgang eines Datenverarbeitungsprogrammes durch verschiedene Dinge beeinflusst. Das Ganze ist ein Vergehen, Antragsdelikt und der Versuch ist strafbar. Paragraph 266 StGB, die Untreue. Untreue begeht jemand, der die Möglichkeit hat, über ein fremdes Eigentum zu verfügen, aufgrund eines Gesetzes, eines Auftrages, eines Rechtsgeschäfts. Und der diese Befugnis missbraucht und dem anderen dadurch einen Nachteil zufügt. Das ist die Untreue. Untreue ist auch ein Vergehen. Untreue ist ein Offizialdelikt, wobei hier kommt es darauf an, wo genau wird es begangen. Es kann auch ein Antragsdelikt sein, innerhalb der Familie oder ähnliches. Paragraph 267 StGB, die Urkundenfälschung. Da geht es darum, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht
oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, der wird dafür bestraft. Der Versuch ist strafbar. Auch hier geht es wieder um das Rechtsgut der Rechtsordnung, gegebenenfalls auch um das Rechtsgut Eigentum. Deliktsart ist ein Vergehen, Deliktscharakter ist ein Offizialdelikt. Der Versuch ist strafbar. Hier allerdings von den Tatbestandsmerkmalen, ja, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr, das heißt, wenn ich es selbst mache, um es mir an die Wand zu hängen, weil ich darauf stehe, weil ich es toll finde, wenn ich da eine Urkunde hängen habe, die nicht echt ist, dann mache ich das nur für mich, damit möchte ich den Rechtsverkehr nicht täuschen. Aber sobald ich diese Urkunde nutze, um damit halt irgendeinen Vorteil zu erzielen oder sowas in der Öffentlichkeit, bei einer Bewerbung, was weiß ich was, dann kann es eine Urkundenfälschung sein. Was macht ein Dokument überhaupt zu einer Urkunde? Eine Urkunde ist nichts anderes als eine verkörperte Gedankenerklärung. Und das bedeutet, sie muss als Beweis geeignet sein. Sie ist zum Beweis auch bestimmt. Der Aussteller muss erkennbar sein. Und es muss zumindest für Leute, die sich damit auskennen, auch lesbar sein. Und somit ist zum Beispiel auch ein Bierdeckel eine Urkunde. Ausweise zählen grundsätzlich auch dazu. Ja, die sind zum Beweis bestimmt und dementsprechend zählen die auch mit dazu. Quittung, Rechnung natürlich auch. Betrug, § 263 StGB. Betrug begeht, wer in Absicht, sich oder einen Dritten rechtswidrig einen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er falsche Tatsachen vorspiegelt oder dass er wahre Tatsachen entstellt oder unterdrückt und dadurch einen Irrtum erregt oder unterhält, der wird dafür bestraft. Der Versuch ist strafbar. Auch hier grundsätzlich ein Vergehen und Offizialdelikt. Das geschützte Rechtsgut in diesem Falle, das Vermögen, Eigentum, wie auch immer. Bei Geringwertigkeit ist es auch ein Antragsdelikt. Der Versuch ist jedoch strafbar. Ja, die Vortäuschung falscher Tatsachen, die Vorspiegelung falscher Tatsachen, um das Vermögen eines anderen zu schädigen, um dadurch selbst einen Vermögensvorteil zu haben. Die Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen. Etwas nicht zu sagen oder etwas absichtlich unklar zu formulieren, um einen Irrtum zu erregen oder zu unterhalten. Das ist Betrug. Erschleichen von Leistung. Erschleichen von Leistung, § 265a Strafgesetzbuch. Erschleichen von Leistung funktioniert bei vier verschiedenen Örtlichkeiten, nämlich einmal bei den Leistungen eines Automaten, bei den Leistungen des öffentlichen Telekommunikationsnetzes, bei den Leistungen der Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder bei dem Zutritt zu einer Veranstaltung oder zu einer Einrichtung mit der Absicht, das Entgelt für diese Sachen nicht zu bezahlen. Das heißt Automat, öffentliches Telekommunikationsnetz, Beförderung in ein Verkehrsmittel oder Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung und das alles in der Absicht, dort nicht zu bezahlen. Dann begehe ich ein Erschleichen von Leistung. Der Versuch ist strafbar. Grundsätzlich bei Geringwertigkeit ein Antragsdelikt, ansonsten ein Offizialdelikt. Deliktsart, es ist ein Vergehen und das geschützte Rechtsgut auch hier wieder Eigentum, Vermögen. Der Versuch ist strafbar. § 303 StGB, die Sachbeschädigung. Sachbeschädigung, wenn man rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, begeht man eine Sachbeschädigung. Man begeht auch eine Sachbeschädigung, wenn man unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. Der Versuch einer Sachbeschädigung ist strafbar.
Das geschützte Rechtsgut in diesem Falle auch wieder das Eigentum, der Besitz, von der Deliktsart her ein Vergehen, vom Deliktscharakter.